Herzlich willkommen zu diesem Video. Was ist der kleinste gemeinsame Nenner von dem, was du wahrnimmst, wie du es wahrnimmst, wo du es wahrnimmst und wann du wahrnimmst? Was ist der kleinste gemeinsame Nenner davon? Ist es nicht so, dass du immer mit dabei bist? Was, wann, wie, wo du etwas wahrnimmst? Du bist immer mit dabei. Und damit meine ich nicht den Körper, der natürlich auch mit dabei ist. Ich meine das, was du wirklich bist. Deine Wahrnehmung, deine Lebendigkeit, deine Existenz, das Gefühl von Ich bin, das Gefühl von Ich bin da, ich bin hier. Und das klingt natürlich so banal, dass du immer mit dabei bist, aber genau darin liegt der Schlüssel, denn das übersehen wir. Wir gehen über das Offensichtliche hinweg, über den kleinsten gemeinsamen Nenner hinweg, was immer da ist, was unabhängig davon ist, wo, wie, was und wann wir etwas wahrnehmen. Und wenn wir uns immer wieder auf das zurückbesinnen, immer wieder ein paar Sekunden aus dem Gedankenstrom aussteigen und uns reinfallen lassen in das, was überbleibt, dann sehen wir, dass wir als dieses Sein, als dieses Ich bin, als dieses Gefühl von Ich existiere, übrig bleiben. Und das ist das formlose Sein. Das ist das, worin alles erscheint. Es ist nicht so, dass unser Sein da ist und da draußen eine real existierende Welt vonstatten geht. Nein. Es gibt das Sein und in dem Sein, in unserem Bewusstsein, erscheint diese Bewusstseinswelt, diese Erscheinungswelt. Und wenn du dich immer wieder auf dein Sein zurückbesinnst, immer wieder dich in dein Dasein hineinfallen lässt, immer wieder, mehrmals am Tag, ohne Druck, ohne Erwartung, dann siehst du, dass in deinem Sein alles gleich und wertig ist, dass alles aus derselben Energie besteht, aus deinem Bewusstsein, dass dein Bewusstsein das Fundament dafür ist, dass in diesem Bewusstsein eine Welt erscheint, ein Alltag erscheint, der ebenfalls aus Bewusstsein besteht. Alles, was du wahrnimmst, ist eine Aktivität in deinem Bewusstsein, aus Bewusstsein und findet in deinem Bewusstsein statt. Und wenn du dich immer wieder auf dein Bewusstsein ausrichtest, auf das, was unverändert ist, egal wo, wann, wie oder was du wahrnimmst, dann kommt das empor, was du suchst. Weite, Leichtigkeit, Frieden, Selbstliebe, Akzeptanz, Hingabe, Vergebung. Du gehst von der Trennung in die Einheit. Du gehst von der Form in das Formlose. Und dann ist wahre Selbsterkenntnis geschehen, dass du das formlose, ewige, unendliche, unsterbliche Sein selbst bist. Danke für deine Aufmerksamkeit.